verlassen wir nun wieder den Heizpark, kehren wir in den Heizhof zurück. Das außerordentlich großzügige Foyer besticht durch seine Durchblicke. Wir finden auch hier berühmte Gemälde, diesmal allerdings aus dem 19. Jahrhundert. Die Römer bereits Glas herstellen und taten es am Rhein in Form von Massenproduktion. Starben die Besitzer von römischem Glas, gab man ihnen ihre Gläser mit ins Grab, hunderte durch in der Erde, bis sie dann die Ausgräber der Gegenwart für die Museen bargen. Das historische Glas, wie wir es hier sehen, das war nie vergraben. Ungeschützt musste es alle Stürme und Katastrophen der Jahrhunderte, alle Plünderungen, alle Belagerungen und alle Feuersbrünste über sich ergehen lassen. So ist historisches Glas meist viel, viel seltener und kostbarer als das antike. Gegenstück zu dem kostbaren Glas im Museum Heizhof ist das weiße Gold. Das Porzellan aus der Zeit, als das europäische Hartporzellan erfunden wurde. Im Heizhof finden sich alle berühmten Porzellanmarken, aber am kostbarsten ist die Kollektion Frankenthaler Porzellans. Hier schlagen die Herzen der Besucher höher und auch die der Fachleute. Denn es ist nicht nur eine wunderbare Anlage hier, sondern wir haben sie auch prächtig und finden sie prächtig präsentiert. Das europäische Porzellan ist eine Schöpfung des Rokoko. Das kann man am besten im Rokoko-Kabinett erleben. Hier befindet sich auch die Johann-Nikolaus-Götz-Vitrine, die an den 1721 in Worms geborenen Dichter erinnert. Und so wie man hier in Worms nur im Museum Heizhof wirkliche Spuren des Dichters Götz entdecken kann, gibt es auch nur hier die Erinnerungsstücke an Karl Theodor von Dalberg, den letzten Kurfürsten von Mainz, den letzten Bischof von Worms und den einzigen Fürstprimas von Deutschland, den die Geschichte kennt.
Vorarlberg war, wie Götz, ein Kind des Rokoko. Keine Epoche hat sich so ein überzeugendes und typisches künstlerisches Ausdrucksmittel geschaffen wie das Rokoko eben im Porzellan. Und wie gesagt, im Museum Heilshof finden sich die wichtigsten deutschen Manufakturen mit ausgesucht schönen Stücken. Über die Bedeutung des Frankenthaler Porzellans sprach ich bereits. Auf jeden Fall kann man in Worms darauf stolz sein, dass hier eine der besten Sammlungen dieser Art, die Deutschland zu bieten hat, zu sehen ist, hier im Heilshof. Damit freilich ist der Fundus des Museums Heilshof noch lange nicht erschöpft. Schnitzereien aus dem Barock. Fayencen aus Delft, Empire-Tapeten, historische Keramik. Ja, da drängt sich doch die Frage auf, wer war dieser Mann, der dies alles zusammengetragen und gesammelt hat? Nun, nicht nur der Besitzer des Heilshofes und der Stifter Cornelius Wilhelm von Heil hat gesammelt, sondern vor allem seine Frau. Seine Frau war die große Anregerin und ihr haben wir eigentlich die geschmackvolle Ausgestaltung dieser ganzen Sammlung zu verdanken. Cornelius Wilhelm von Heil war ein äußerst tüchtiger Fabrikant. Er hat Worms zum Weltzentrum der Lederindustrie gemacht und er war auch ein sehr sozial denkender Unternehmer. Die zahlreichen Sozialeinrichtungen in seinen Werken gipfelten in der Arbeitersiedlung im heutigen Westend, die noch in ganzen Straßenzügen gut erhalten ist, sodass Worms heute stolz darauf sein kann, die älteste noch erhaltene Arbeitersiedlung aus dem letzten Jahrhundert, die es in Rheinland-Pfalz gibt, in seinen Mauern zu haben. Auch sein erfolgreiches kommerzielles und politisches Wirken honorierte der Großherzog von Hessen-Darmstadt mit der Erhebung in den Adelstand. Aus Cornelius Wilhelm Heil wurde Cornelius Wilhelm Freiherr Heil zu Herrnsheim. Das kurz zuvor erworbene Schloss Herrnsheim wurde nun zum zweiten Wohnsitz des Barons. Die Stadt Worms ernannte diesen zum Ehrenbürger angesichts zahlreicher und umfangreicher Stiftungen. Die Wormser selber nannten ihn liebevoll alte Exzellenz. Und da schwang immer auch der aus Respekt vor ihrem Ehrenbürger mit, der ihnen dann mit seinem Testament das wohl größte Geschenk machte, den Heilshof.